Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video, liebe Freunde. Heute soll es ums Update 1.13 oder 1.13 gehen mit den HE und der AT-Änderung. Das ist der erste Teil des Videos. Morgen kommt der zweite Teil. Checkt den auch gerne ab, um ihn nicht zu verpassen. Abo da lassen, liken und ich würde sagen, let's go. Lasst uns mal reinschauen, was so definitiv alles Neues kommt. World of Tanks stehen große Änderungen bevor. Update 1.13 ist so umfassend, dass wir die Übersicht des Tests in zwei Videos unterteilt haben. Im ersten Video konzentrieren wir uns auf Änderungen an Sprenggranaten und Artillerie. Um mehr über die anderen neuen Funktionen zu erfahren, seht euch das zweite Video auf unserem Kanal an. Viele Tests der neuen Mechanik wurden schon auf dem Sandbox-Server vorgenommen. Jetzt ist alles bereit für den abschließenden öffentlichen Test von Update 1.13. Also, nochmal, Testserver, jetzt gerne mit drauf gehen und mit Spaß haben und mit spielen. Probieren und selbst mal einfach testen. Also, Rework, High Explosive Shells, HE-Granaten. Sprenggranaten verursachen nun Schaden direkt am Einschlagpunkt. Bei Kontakt mit Panzerung versucht die Granate, diese zu durchschlagen. Falls dies nicht gelingt, explodiert sie. Eine Explosion auf der Außenfläche der Panzerung erzeugt Splitter an der Innenseite. Diese Splitter verursachen dann Schaden an Fahrzeug, internen Modulen und Besatzung. Gleichzeitig bleiben die Werte für Durchschlag und Schaden bei allen Granaten gleich, ausgenommen bei einigen Radfahrzeugen. Mit der neuen Mechanik besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Panzerdicke am Einschlagpunkt und dem verursachten Schaden. Je dicker die Panzerung an der Stelle ist, desto weniger Schaden verursacht die Sprenggranate. Die überarbeiteten Sprenggranaten können kleine Hindernisse und Schürzen genauso durchschlagen wie panzerbrechende Granaten. Bei der Interaktion mit einem Hindernis verlieren sie einen Teil des Durchschlagswerts. Wenn eine Granate eine Schürze durchschlägt und die Panzerung erreicht, verursacht sie garantiert Schaden. Wenn sie die Schürze nicht durchschlägt und die Panzerung nicht erreicht, verursacht sie keinen Schaden. Bei Ketten funktioniert es genauso. Wenn die Granate die Kette durchschlägt, aber keine Panzerung trifft, verursacht sie keinen Schaden. Wenn die Sprenggranate die Kette durchschlägt und auf Panzerung trifft, verursacht sie garantiert Schaden. Aha, das heißt also, mit daneben splashen funktioniert jetzt gar nichts mehr. Also wenn ich ein Fahrzeug habe, daneben splashen oder rein auf die Kette schieße, wird gar nichts mehr passieren. Ob das so gut ist? Ist halt ein sehr, sehr taktisches Mittel gewesen, um halt auch Leute rauszunehmen, die wenig Lebenspunkte hatten. Für eine effektive Spielweise müssen die Sprenggranaten korrekt genutzt werden. Schüsse gegen starke Panzerung, dicke Schürzen oder Kanonenblenden sind nicht effektiv. Der Schaden wäre minimal oder es würde gar kein Schaden verursacht werden. Ihr müsst auf dünne Panzerung zielen und die Wahrscheinlichkeit bedenken, Schürzen zu durchschlagen. Okay, also wie wir es ja hier gesehen haben, ist es ja im Prinzip so ein bisschen schon wie vorher, nur vielleicht ein Tickchen planbarer. Also es soll ja nicht so, wobei, muss ich ehrlich sagen, wir haben ja vorher auch zum Beispiel eine Panzerung nicht einfach mit HE durchschlagen, sondern wir haben halt immer relativ teilweise viel Schaden gemacht. Was sich ändern wird, dass zum Beispiel dieses HE-Gespamme teilweise aufhört, ist für bessere Spieler besser, für etwas, ja, ich will nicht sagen schlechtere, aber Spieler, die nicht genau wissen, wo die Weakspots sind, die da mehr Probleme haben, ist es definitiv schlechter. Viele schreien ja immer nach weniger RNG. Kann man hier dadurch vielleicht sehen, könnte ich mir vorstellen. Aus dem einfachen Grund, wenn ich mit dem Panzer einfach mit HE irgendwo draufholze und mache immer 400-500 Schaden, brauche ich wenig Skill. Und viele von euch haben sich ja immer beschwert, ja, man braucht ja fast keinen Skill mehr hier in World of Tanks. Und jetzt ist es vielleicht so eine Annäherung zu sagen, okay, HE-Granaten balancen wir, du machst kaum noch bis wenig Schaden, wenn du nicht penetrierst. Und wenn du irgendwo einen Schwachpunkt triffst, den du auch mit normaler Munition durchschlagen würdest, machst du mehr Schaden. Ihr müsst auf dünne Panzerung zielen und die Wahrscheinlichkeit bedenken, Schürzen zu durchschlagen. Gleichzeitig sind Spieler in schwer gepanzerten Fahrzeugen jetzt sicherer, wenn sie gut gepanzerte Teile dem Beschuss... Überlegt mal, 280 HP. Das hat der FV früher auch so rausgenommen. Aber das ist ja halt die Änderung. Der T-32 hat einen super starken Turm, der FV hat ein mega großes Kaliber, trotzdem macht er nur 280 Schaden. Also, wenn man die Panzerung richtig einsetzt und sein Fahrzeug führen kann, ist das eigentlich ein Pluspunkt. Pluspreis geben. Wer gerne Treffer aushält, kann dies nun auch gegen die neuen Sprenggranaten. Beim Angriff müsst ihr nicht mehr fürchten, dass mehrere Treffer mit Sprenggranaten euch zum Rückzug zwingen. Wenn die Granate die Panzerung trifft, verursacht sie garantiert Schaden.
Dies macht Sprenggranaten effektiver, wenn es wichtiger ist, Schaden zu verursachen, als wie viel Schaden verursacht wird. Wenn ihr zum Beispiel einem Gegner den Rest geben oder die Basiseroberung unterbrechen wollt. Viele Fahrzeuge waren signifikant von den neuen Berechnungen des Schadens von... Okay, das heißt also, auch mit low-kalibrigen mache ich immer Schaden eigentlich. Also, das heißt, in den Decap etc. ist möglich und man prallt jetzt nicht mehr mit einer HE-Granate ab. Soweit habe ich das jetzt verstanden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn das falsch war, aber so habe ich es bis jetzt verstanden. Sprenggranaten betroffen. Nach dem speziellen Supertest haben wir beschlossen, einige Werte zu verändern. Ihr seht sie auf dem Bildschirm. Radfahrzeuge haben nun dieselben Durchschlagswerte für Sprenggranaten. 75 mm. Die Effektivität von Panzern und Fahrzeugen mit Haubitzen, die aktiv Sprenggranaten im Gefecht einsetzen, ist von der neuen Mechanik nicht signifikant betroffen. Wir werden aber weiter die Situation nach Veröffentlichung im Auge behalten und falls nötig Änderungen vornehmen. Die neue Mechanik ändert das System, über das Schaden mit Sprenggranaten verursacht wird, behält aber die Besonderheiten bei, die unsere Spieler an diesen Granaten lieben. Sie sind leicht einzusetzen, machen Spaß und haben eine hohe Chance, Schaden zu verursachen. Natürlich wird die Feinabstimmung der Sprenggranaten fortgesetzt. Der öffentliche Test für Update 1.13 bietet eine gute Gelegenheit für alle, die diese Änderungen noch nicht kennen, sie auszuprobieren. Der Gefechtsverlauf ändert sich nicht nur durch die neuen Sprenggranaten, sondern auch durch die wichtige Änderung an der Artillerie. Konfrontation. So, und jetzt wird's spannend werden, liebe Freunde. Artillerieänderung. Und zwischen Selbstfahrerfetten und Panzern ändern sich stark. Panzer besitzen jetzt nützliche Hilfsmittel, um der Artillerie entgegenzuwirken. Hellere Geschossspuren der Selbstfahrerfetten, Tonerkennung und Visualisierung der Einschlagpunkte auf der Minikarte. Auch wichtig ist, dass die Betäubungsdauer signifikant reduziert wurde. Dies kommt vor allem daher, dass die Artillerie jetzt drei verschiedene Granatentypen nutzt, von denen nur eine Betäubung verursacht. Finde ich positiv. Jede Granate hat ihre eigenen Vorteile. Die erste Granate ist die standardmäßige Sprenggranate. Sie ist einfach zu verwenden, verursacht Schaden und betäubt Gegnergruppen. Sie verursacht aber keinen kritischen Schaden an internen Modulen oder Besatzungsmitgliedern, wenn sie die Panzerung nicht durchschlägt. Die zweite Granate ist eine alternative Sprenggranate. Ihr Explosionsradius ist nur halb so groß wie bei einer Standardgranate. Und sie betäubt den Gegner nicht. Gleichzeitig hat sie aber einen etwas höheren Durchschlagwert als die Standardgranate. Und macht mehr Schaden. Ich finde das positiv. Jeder kann jetzt ein bisschen individueller arbeiten. Unterschiedliche Granatentypen für die Arti. Finde ich gut, finde ich positiv. Dass auch nicht überall der Stun dabei ist, fand ich auch wichtig. Das heißt, man kann entweder mehr Schaden machen, man kann stunnen oder... Die Berechnung des Schadens durch Artilleriesprenggranaten bleibt gleich, da sie nicht von den Änderungen der Mechanik anderer Fahrzeugtypen betroffen ist. Als dritte Art gibt es eine taktische Granate, die entweder panzerbrechend oder eine Heatgranate ist. Diese hat den höchsten Durchschlagswert aller drei Granatentypen. Ihr Schaden bei Durchschlag ist höher als der Schaden von Sprenggranaten ohne Durchschlag. Sie besitzt weder Explosionsradius noch Betäubung. Dies ist eine situativ nutzbare Granate für Ziele, die nicht anfällig sind für Sprenggranaten. Nach dem Sandbox-Test wurden die Schadenswerte einiger Granaten für einige Fahrzeuge gesteigert. Jede Selbstfahrerfette wurde individuell betrachtet, basierend auf ihrer Effektivität im Test und der Spielweise des Fahrzeugs. Mehr Details zu den Änderungen findet ihr auf unserem Portal. Jede der drei Granaten hat eine unterschiedliche Flugbahn und Fluggeschwindigkeit. Die Standardgranate hat den praktischsten Bogen der Flugbahn. Gleichzeitig hat sie auch die niedrigste Fluggeschwindigkeit. Die alternative Granate fliegt schneller, aber mit einer weniger gebogenen Flugbahn. Die panzerbrechenden oder Heatgranaten erreichen ihr Ziel am schnellsten. Aber so, und jetzt ist natürlich klar, wir sehen hier drei Bogen. Einmal der längste, der weiteste. Man kommt natürlich am besten somit auch an, ja, Hinterdeckung ran. Dann haben wir den zweiten, praktisch der nicht stunt, mehr Damage macht. Und unten haben wir hier die taktische, die einfach hier ratzfatz da ist im Vergleich zu den anderen. Aber mit der flachsten Flugbahn. Dies solltet ihr bedenken, um eure Effektivität mit der Artillerie zu maximieren. Die verbesserte Oberfläche hilft euch dabei.
Eine Anzeige neben dem Fadenkreuz gibt an, welche Granatenart gerade geladen ist und welche Flugzeit sie hat. Eine weitere Anzeige hilft euch zu verstehen, ob die Granate das anvisierte Ziel erreichen kann. Wenn die Anzeige grün ist, dann könnt ihr den Bereich treffen. Wenn sie rot ist, steht ein Hindernis im Weg. Ihr könnt außerdem mit dem Mausrad zwischen einer Ansicht von oben in eine Geschossbahnansicht wechseln. Diese Änderungen machen die Artillerie angenehmer zu spielen und helfen euch, den nächsten Schuss besser zu planen. Ein schneller Wechsel zwischen Granatentypen hilft euch, direkt auf die Entwicklung des Gefechts zu reagieren. Dies ist dank der aktualisierten Fertigkeit Intuition möglich. Sie hilft, die geladene Granate schneller zu wechseln. Voll ausgebildet beschleunigt Intuition das Nachladen zusammen mit dem Kommandantenbonus um 66%. Ihr könnt den Wert weiterhin steigern durch Boni von Waffenbrüder, Verbrauchsmaterial, verbesserte Lüftung und Direktiven. Intuition hilft euch stark, wenn sich eine Gelegenheit für einen Schuss mit einem anderen Granatentyp bietet. Die aktualisierte Fertigkeit Intuition funktioniert auch für normale Fahrzeuge. Und das finde ich super. Und das finde ich schon mal eine coole Sache. Warum übrigens, liebe Freunde? Also wer spielt denn den FV bitte so? Also wenn, muss da das Medkit auf die 5, das Medikit auf die 4 und den automatischen Feuerlöscher auf die 6. Oder statt dem automatischen Feuerlöscher die Rationen rein, aber doch nicht so. Bisschen komisch. Zusammengefasst, aktuell ist es so, ihr müsst praktisch hoffen auf eine Prozentchance, dass der andere Schuss sofort geladen ist. Wenn ihr Pech habt, dann ist es so, dass dieser Schuss ganz normal nachlädt. Jetzt habt ihr es ganz genau sicher, okay, wenn ich umlade, den Schuss drin habe und einen umlade, brauche ich nur noch 60-80% von der Zeit, also brauche ich nur noch 20-30-40% von der Zeit, die mein Schuss nachlädt. Beim FV sind es ungefähr 20 Sekunden. Rechnen wir 85% ab, sind wir roundabout bei 5-6-7 Sekunden. Auswählen einer passenden Granate wird also leichter. Das neue System mit 3 Artilleriegranaten reduziert die Gesamtdauer der Betäubung, da nur eine der 3 Granaten betäubt. Hierdurch kann man zuversichtlicher vorgehen, vor allem wenn man die neuen Hilfsmittel gegen die Artillerie einsetzt. Die erste neue Funktion, die auffällt, sind die deutlich helleren Geschossspuren der Artillerie. Sie helfen einzuschätzen, von wo ein Schuss kam und welche Positionen sicher sein könnten. Diese Information hilft dabei, Deckung vor dem Beschuss zu finden. Außerdem helfen die Geschossspuren, die genaue Position der Selbstfahrlafette einzuschätzen. Aufmerksamkeit wird hier belohnt. Die hellen und leicht erkennbaren... So, und durch dieses Ganze, was jetzt reinkommt, liebe Freunde, hinterfragt euch mal wirklich, ob ihr noch Mods überhaupt benötigt und braucht. Da ist so viel Input und Information überhaupt in diesem Spiel. Meint ihr, das könnt ihr überhaupt verarbeiten? Mal so eine Frage. Spuren werden durch die brandneue Kommandantenfertigkeit Tonerkennung unterstützt. Sie warnt vor eingehenden Geschossen von Selbstfahrlafetten. Wenn euer Fahrzeug sich zum Zeitpunkt des Abfeuerns im Einschlagbereich befindet, zeigt euch eine spezielle Anzeige die Richtung, aus der der Beschuss kommt. Dieses Zeichen gibt an, dass eine Granate auf euer Fahrzeug zufliegt und dass ihr die Position wechseln solltet. Auf diese Art könnt ihr den eingehenden Schaden signifikant verringern, vielleicht sogar ganz vermeiden. Es war schon immer wichtig, die Minikarte im Gefecht im Auge zu behalten. So, und das ist auch so ein Fakt, den finde ich generell cool. Bisschen RIP an die Artifahrer unter euch, I'm sorry, aber für die Panzerfahrer ist das natürlich schon eigentlich ein ganz cooles Feature, dass du ausweichen kannst, dass du dich ein bisschen bewegen kannst, dass du etwas tun kannst. Wir gehen heute auf den Testserver und spielen natürlich auch übers Wochenende da ein bisschen drauf, um einfach mal ein bisschen zu testen, Feinfeeling zu bekommen, aber... Ich finde es bis jetzt, was ich damals am Sandbox gesehen habe, okay, natürlich, liebe Freunde, dürfen wir nicht vergessen, das Grundproblem von 3 Artis, was ich auch lieber viel gerne hätte, wäre 1 Arti und 2 Lights pro Game, das ist klar. Ich müssen das irgendwie jetzt erstmal so hinnehmen, wie es uns jetzt gerade hingestellt wird, ja. Jetzt bietet sie noch mehr taktische Informationen. Ihr könnt nun Markierungen sehen, die Treffer der Artillerie kennzeichnen. Eine spezielle Kennzeichnung in Form eines Kreises mit einem Punkt in der Mitte erscheint am Einschlagort der Granate. Diese verschwindet nach 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden. Und damit können wir natürlich auch entscheiden bzw. agieren, können sagen, alles klar, wir haben nur eine Arti hingegeben, aber wir haben 2 Artis. Ich sehe auf der Minikarte 2 Punkte, wo die Arti gerade eingeschlagen hat. Alles klar, gar kein Problem. Ich kann jetzt vorpieken. Das heißt, man kann durch ganz viel selbst gucken, interagieren mit dem Spiel, schon sehr, sehr viele Informationen rausfiltern, wo man früher ja das eigentlich gesagt bekommen musste, ob die Arti geschossen hat oder nicht. Das kann man jetzt theoretisch alles selbst feststellen. Kunden. Es reicht aber, um anzuzeigen, dass eine Selbstfahrlafette einen Bereich abdeckt. Dazu kommt die Nachladezeit. In der Zeit könnt ihr unbesorgt die Flanke attackieren. Richtig, richtig, richtig. Dies alles bietet neue Möglichkeiten.
Nach den Änderungen erhält die Artillerie mehr Möglichkeiten, sich auf die echten Gefechtssituationen einzustellen. Ihr könnt durch die verbesserte Fertigkeit Intuition schnell genug den passenden Granatentyp für ein bestimmtes Ziel auswählen. Es erlaubt euch außerdem, die überarbeiteten Sprenggranaten effektiver einzusetzen. Gleichzeitig helfen die neuen Hilfsmittel, Artilleriebeschuss zu vermeiden. Zusammen mit der Tatsache, dass es jetzt weniger Betäubung in Gefechten gibt, macht dies das Gefecht angenehmer als je zuvor. Wir werden sorgfältig überwachen, wie diese neuen Funktionen sich auf das Spiel auswirken und Anpassungen vornehmen, falls nötig. Nehmt am Test teil. So Jungs, ab auf den Testserver. Wenn ihr Bock drauf habt, macht mit. Ich sage schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Zweiten Teil abchecken, Abo nicht vergessen. Bis jetzt positiv. Ich denke, wir werden aber noch ein Gameplay-Video vom Death-Server hier jetzt bald online sehen auf dem Channel. Ich freue mich auf euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Verkauft.